hoch. Wahnsinn. Warte mal. Vielleicht bin ich ja gerade dumm. Also ich hoffe mal, dass wir den zuerst reinmachen müssen. Ansonsten müssen wir das nochmal abmachen. Heuschgeld ist bei Kfz-Fuzzi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir bauen den Phaeton weiter zusammen. Jetzt werden wir die Glühkerzen einbauen. Die haben wir natürlich schön kontrolliert. Mit so einer Bürste machen wir das Ende der Seite sauber. Ist einmal nur drüber gegangen. Das sind ja die Ansaugkette. Links und rechts. Ja, das reicht. Das raus. Gucken wir mal, was hier rausgekommen ist. Geht's? Jetzt machen wir den mal bitte da drauf. Wahnsinn. Dann müssen wir auch noch später überlegen, was wir damit machen. Ich habe schon eine Idee. Das ist ja für die Glühkerzen. Super. Mit Glühkerzen fangen wir an. Einmal brauchen wir einen Booster oder mit Durchgang. Ja, du musst natürlich gucken, nicht alle Glühkerzen kann man mit dem Booster machen, lieber. Ja. Weil manche Glühkerzen laufen nur mit 5 Volt, in dem Fall 14 Volt geben. Mhm. Würde nichts passieren, aber ist nicht gut. Durchgangsmessung. Hier unten. Was heißt das? Funktioniert. Dass der funktioniert, so ist es. Guck mal, ich zeig dir mal jetzt einen, der nicht funktioniert. Der funktioniert nicht. Wie man das nochmal prüfen kann? Mit dem Booster. Mit dem Booster. So, wir machen hier einmal. Weil hier und da musst du immer halten, ne? Ja. Nicht beides auf einmal. Jetzt achte, was passiert. Siehst du das? Ja, wird erhitzt. Wird erhitzt. Tun wir mal hier hin. Nicht, dass er uns gleich hier alles verbrennt. Da hat man keinen Durchgang, ne? Ja. Achte, was passiert. Nix. Du holst jetzt alle raus, einzeln, und wirst du einfach mal Durchgang messen. Und dann wirst du mir sagen, ob die funktionieren oder nicht, und dann machen wir weiter. Und Ibo, funktioniert das? Alle 10 funktionieren. Alle 10. Jetzt weißt du aber, wie man Glühkerzen überprüft, ne? Ja. Dann kann es auch einen eingebauten Zustand machen. Ganz einfach. Das ist ja in dem Motor verbaut, ne? So ist er ja im Motor verbaut. Einfach das obere Teil nehmen und irgendwo am Motor eine Schraube, wo du Masse nehmen kannst. Und dann hast du den Durchgang auch schon. Ja, siehst du? Ja. Für nächstes Mal weißt du Bescheid, wenn ich sage, kontrolliere bei diesem Auto die ganzen Glühkerzen, dann weißt du, wie du das machst. Genau. Ich baue dich von Febi ein. Beste. So, jetzt kann man natürlich bei den Glühkerzen hier noch was drauf machen. Damit die besser rauskommen später. Ich glaube nicht, dass einer nochmal diesen Motor komplett auseinanderbaut. Wenn! Jo, dann viel Spaß. Hat man jetzt die 5 Stück? Ja. Ich gehe nochmal sicherheitshalber drüber. Ha, der ist festgezogen. Alles festgezogen. So. Den brauchen wir am meisten heute. Das Geile ist ja, wir haben überhaupt keine Angaben für den, ne? Ich habe die Kanäle hier zugemacht. Die müssen wir jetzt alle rausholen. So, damit da kein Schmutz reinkommt, musste ich das alles hier abdichten. Ölzufuhr für den Turbo. Es kann ja passieren, dass der hier auch, weil wir hatten ja hier eine Öllache gehabt. So eine Dichtung habe ich da. Die mache ich jetzt auch neu. Die andere Seite machen wir auch neu. Die haben wir neu. Jetzt machen wir die Ölleitung wieder drauf. Zufuhr und dann ballern wir das fest. Wenn du jetzt Anruf bekommst und das nicht zu Ende machst. Eieiei. Hallo. Weil später würden wir uns natürlich ärgern, wenn er hier irgendwo Öl verliert. Jetzt machen wir die Lichtmaschine erst dran. Der ist ja mit einem Zahnriemen. Hast du schon mal eine Lichtmaschine mit Zahnriemen gesehen? Ja. Wer baut denn so eine Lichtmaschine so rein, ja? Wir dürfen ja auch keinen Stecker vergessen, ne, Ivo? Sonst ladet der nicht. Sagen wir mal, der Lichtmaschine geht kaputt. Ja. Und ladet nicht mehr 14 Volt. Aber du kriegst den jetzt gestartet. Wird der Diesel noch weiterlaufen? Das ist doch eine Frage, ne?
Ist gemein, ich weiß, aber musst du ja auch irgendwann wissen. Ich denke nicht. Warum denkst du das? Ist ja die Lichtmaschine auch dafür, dass der Motor im Stand bleibt, dass der Motor vernünftig läuft. Wenn der jetzt kaputt wäre, ja. Ich denke, dass das Probleme machen würde auf jeden Fall. Benziner braucht Zündfunken. Ja. Und ohne Strom keine Zündfunken. Verstehst du? Dann bitte ausgehen. Diesel ist ein Selbstzünder. Diesel läuft ja so mit Kompression. Sobald er immer wieder Kompression hat, dann läuft er. Du könntest die Lichtmaschine abstecken. Und Diesel wird immer noch laufen. Ich möchte Lichtmaschinenprobleme beim Diesel einfach überbrücken, in die Werkstatt fahren. Ey, das ist ja echt eine Sache, den hier reinzukriegen. Das ist, also ehrlich, Leute, das sieht echt leicht aus, aber ist es nicht. Das Ding passt nicht rein. Wahnsinn, wie haben wir den hier rausgeholt? Wie soll das gehen hier? Dass der hier hinkommt, sind wir uns da sicher? Also wie habe ich den da rausgeholt? Warte mal, vielleicht bin ich hier gerade dumm. Wir machen den von hier so rein, sagen wir mal. Wenn natürlich diese 1000 Stecker nicht wären. Never ever. Gucken wir mal, ob er ohne Zahnriemen einfach hier reinpasst. Passt er. So ein Sack. Also, der Zahnriemen macht Probleme. Wie kriegen wir diesen Zahnriemen hier drauf? So, dass wir später noch beim OT sind. Braucht der OT? Ja. Nein, braucht er nicht. Nein. Lass dich nicht veräppeln. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir das hier drauf kriegen. Ach, guck mal, den Zahnriemen hier drauf zu kriegen, ist schon eine Sache. Ich sag doch, abbauen ist nie das Problem. Einbauen ist immer das Problem. Also wenn die Leute mich hassen, ne, dann kommt einfach mit einem V10 bei mir in der Werkstatt vorbei. Glaub mir, wenn da nicht, Freunde. Mein Gott, das Ding ist krass. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich werde es auch nie wieder rausholen, sage ich euch jetzt schon. Das hat einfach nicht gepasst. Es ist unglaublich, Leute, ihr kriegt das auch nie wieder raus, sage ich euch. Das Ding kriegt ihr nicht raus. Jetzt stell dir mal vor, das Ding ist jetzt kaputt so. Also was hat sich VW dabei gedacht? Also so im ausgebauten Zustand ist das sehr, sehr schwer. Also am Anfang dachte ich, dass ich vielleicht das hier irgendwie zurückdrücken kann. Habe ich irgendwie versucht? Nee, war nicht. Also das ist der kleinste und schwerste Zahnriemen, den ich je in meinem Leben gesehen habe und gemacht habe. Das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall jetzt da drinnen. Jetzt können die vier Schrauben fixiert werden. Jetzt können wir die Dieselleitung einbauen. Es ist ja unglaublich, wie das so ist bei den V10. Ne? Das hat man ja bei den Leitungen hier zum Beispiel gesehen. Die waren ja alle porös. Ne? Die waren ja alle Staub geworden. So, jetzt haben wir die ganzen Dichtungen von den Kleinen rausgeholt. Die waren nicht undicht oder so, aber trotzdem werden wir die jetzt machen. Das wird der Ibo machen. Die sind schön richtig hart geworden. Boah, richtig schön hart. Die werden wir machen, 20 Stück. Ihr müsst auf jeden Fall den Zahnriemen irgendwie quer versuchen drauf zu malen. Das ist sehr schwer. Passen würden. So, die Dichtungen sind drauf. Wir haben die eingefettet. Also ich hoffe mal, dass wir den zuerst reinmachen müssen. Ansonsten müssen wir das nochmal abmachen. So. So, jetzt müssen wir die Dichtung hier einbauen. Achte mal, wie dünn diese Dichtung ist. Das ist einzeln, glaube ich. Kann das sein? Nee, doch doppelt, aber überhaupt nichts mehr zu sehen, und das ist das Neue. Achte mal, ne? Ivo, du siehst das. Ja, hier hat er auch auf jeden Fall unheimlich viel Öl verloren. So, jetzt bauen wir. Wir haben den hier soweit hier zusammengebaut. So, Ivo. Ja. Jetzt haben wir Ölkühler schon drauf. Das ist so Hammer, ne? Das kriegst du nicht sauber, das Ding hier. Egal wo du hinpustest, da kommt wieder Öl raus, Wasser raus, das ist Wahnsinn. Der ist drauf. Wasserschlauch kam so, da drunter. Aber guck doch mal, nimmt schon mal Gestalt an, das Ganze. Ja. So, du siehst, ne, Ivo, der ist komplett eins geworden. Ja.
Der ist auf jeden Fall hinüber. Den nehmen wir wechseln. Boah, der ist auch steinhart. Also das Ding zusammenbauen, ey, das ist nie ohne, du. Wo Sachen hinkommen, so. Da siehst du schon mal wieder von der Seite rausschaut, ey. Schon viel, viel besser. Wir haben jetzt so weit zusammengebaut. Ansaugbrücke ist drauf. Ölfiltergehäuse. Ölkühler. Unterdruckschlauch, der von Tandempumpe zum Bremskraftverstärker geht. Der war ja kaputt. Der war doch kaputt. Yes, hier, siehst du? Der war kaputt. Bray, kann mir alles hier merken. Nee, das gibt's nicht mehr, habe ich ja gefragt. Und da müssen wir was basteln. Das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Wenn hier Unterdruck verliert, haben wir ein Problem. Steinharte Bremsen. Und jetzt stellt euch mal vor, das Ding hat 313 PS, 750 Newton. Das wird nicht so bleiben. Er wird bestimmt noch den einen oder anderen PS dazu bekommen. Hoffentlich. Und wenn das hier passiert, lebensgefährlich. Das werden wir noch machen. Ja, ansonsten, soweit alles ready. Nur ein paar Schläuche hier dran. Hier, diesen Schlauch muss ich noch dran machen. Diesen Schlauch muss ich noch dran machen. Tandempumpe, Kraftstoffpumpe. Und das war's eigentlich. Dann sind wir eigentlich ready. Natürlich hier Drossklappe und so ist klar. Was uns jetzt fehlt, ist hier vorne unser Wasserflansch, der kaputt gegangen ist. Der fehlt. Hier vorne alles einbauen. Und dann sind wir tatsächlich fertig. Und hoffen, dass alles soweit dicht ist und dass wir keine Probleme haben. Aber das werden wir sehen. Das Gute dran ist, wir hier vorne eine Undichtigkeit haben, ist das Gute, dass wir jederzeit hier alles wieder abbauen können. Das ist das Gute. Ja, ich freue mich schon, wenn der fertig ist, dass ich den einmal mit Trockeneis einmal komplett schön sauber mache. Ich vergesse immer noch nicht, warum ich das Ganze rausgenommen habe, wegen des Lenkgetriebe. Ja, und das Lenkgetriebe ist ja hier. Das muss alles ab. Da drunter ist das Lenkgetriebe. Im Zubehör kriegen wir das. Kostet ein bisschen viel. Ich werde mir das einfach trocken gönnen. Drauf. Hier die Unterdruckschläuche muss ich auch noch alle erneuern. Hier die auch noch, die sind ja alle kaputt gewesen oder kaputt gegangen. Das muss ich dann später machen. Hier haben wir den Wasserschlauch direkt. Hier geht es zu Kraftstoffpumpe. Ich weiß noch alles. Gut. Und ich brauche nur mal ein, zwei Dichtungen, habe ich gesehen. So Kleinigkeiten. Hier. Die zum Tandempumpe geht. Die Dichtung, die habe ich auch noch nicht besorgt gehabt. Ja, und dann frage ich mich mal, was das hier für Dichtungen sind. Keine Ahnung, also die haben mir Dichtungen gegeben. Dichtungssatz. Keine Ahnung, also die haben mir irgendwelche Dichtungen gegeben. Die kenne ich nicht. So, das ist natürlich für die Tandempumpe. Das sind für die Drosselklappen. Der hat ja mehrere, das ist für die Tandempumpe, das ist für die Tandempumpe, das ist für die Kraftstoffpumpe und das ist, keine Ahnung, die haben mir Dichtungen reingehauen, das ist unglaublich, ne? Also ein paar Dichtungen kann ich nicht einordnen, keine Ahnung, was die mir da gegeben haben, die Dichtung war nicht billig. Egal, lasse ich als Souvenir, lasse ich die da. Eigentlich Feierabend vom Feierabend. Ich hatte schon Feierabend und jetzt mache ich nochmal Feierabend. Das ist Hammer, ne? Später schneide ich noch ein Video, dann habe ich und danach habe ich wieder Feierabend. Dreimal Feierabend. Wahnsinn. So, danke fürs Zuschauen.